Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den gepeinigten Seleukiden. Dieses Bild hatten wir sehr lange nicht mehr, weil letztes Mal hatten wir hier noch das Eisen und wegen diesem Vorsturz von Pontos haben wir jetzt auch nicht mehr 600, plus 600, sondern minus 200 wieder. Und dadurch, ja, haben die ein bisschen gelitten. Okay. Also in zwei Runden bekommen wir hier 100 Wohlstand. Wird uns aber nicht weit bringen. Wird uns aber nicht weit bringen. Vielleicht, ja, vielleicht greift mich noch jemand an. Aber keine Flüsterarmee. Okay, der geht ein bisschen zurück, aber wahrscheinlich so weit zurück, dass ich ihn wieder um einen Pixel nicht erreichen kann. Das nervt immer so hart. Okay, der geht schon weiter weg. Okay, der geht nach Tura. Bankrott, ich weiß, ich weiß. Natürlich jetzt ein Tod und hier ist wieder so, ich kann ihn um ein Pixel nicht angreifen. Und ihn, ja, um zwei. Nerv. Vor allem der kann von hier aus alles angreifen. Der kann hier von hier aus alles angreifen. Was? Susandra da, okay. Ah, das ist so hart nervig. Wenn er das angreift, ist es verloren. Wenn er das angreift, ist es eigentlich. Komm. Also das da werde ich safe verlieren. Also dieses hier werde ich selbst safe verlieren. Und wenn er hier angreift, da habe ich noch ein bisschen. Also da habe ich drei. Orange Pikiniere, also halbtote quasi oder halb lebende Pikiniere. Das dürfte reichen. Das Problem gerade ist, also hier ist eine Fußdeckarmee, hier ist eine Fußdeckarmee und da. Das heißt, ich kann hier nicht den verstärken und andersrum genauso wenig. Ach, ist das schön. Okay, aber hier habe ich drei Pikiniere. Hier habe ich eine Pikinierseinheit, aber die größere Armee. Also ich glaube, egal wer angreift, ich kann es verteidigen. Das kann ich verteidigen, das da hoffe ich auch. Also wenn nur der da angreift, bin ich eigentlich zuversichtlich. Je nachdem, wie hier die Fernkampfeinheiten aussehen und wie die Stadt aussieht. Das weiß ich nicht auswendig. Das ist gut. Das ist gut, dass Petra jetzt weg ist. Wo ist Petra? Das ist auf jeden Fall gut. Okay, nächste Runde bekomme ich mehr Dings. Da sollten die dann auch anfangen, sich wieder zu regenerieren. So, also eine Priesterin der Bura ist erschienen. Die Würfel des Orakels haben unserem Volk eine gute Zukunft vorhergesagt. Eine Kuh opfern. Mit der Opferung einer Kuh feiern. Weißes Schaf. Da ist das Wohlwollen der Götter mit uns dennoch. Ich mache eine Kuh, weil das pusht dann nochmal sehr, sehr gut. Okay. Momentan, zum Glück ist momentan
die also die Loyalität der anderen Parteien sehr gut auf uns zu sprechen. Weil mit einem Bürgerkriege würde ich jetzt, also wenn jetzt ein Bürgerkrieg käme, würde ich aufhören. Na Scheiß. Da würde ich dann aufgeben. Kann ich noch irgendwas machen? Rekrutierungskosten für alle Armeeeinheiten ist natürlich fein. Unterhaltskosten für Söldner, Rekrutierungskosten für Söldner, Verstärkungsrate, Rekrutierungskosten, Munition, Unterhaltskosten weniger. Das ist also Verwaltung ist auch sehr gut. Geschwindigkeit, Nahkampfabwehr, Angriff. Bewegungsreichweite ist auch gut. Verschleiß weniger. Okay. Dann werde ich mal hier das pushen. Ich gehe jetzt sofort auf das da. Weil hier ist jetzt klar, wir können Städte ausbauen und Baukosten vermindern für sowas. Aber ganz ehrlich, das ist gerade, das sind so, ja, wenn man reich ist, will man das haben. Oder wenn man groß ist, eins von beiden. Aber so jetzt, gerade ist das nicht der Fall. Gut, ich schau mal, was hier ist. Okay, Edessa ist eigentlich frei. 500 Erste. Ja. Regeneriere dich mal bitte. Ja, ich weiß. Ich hoffe, nächste Runde bekommen wir wieder ein bisschen mehr. Also wenigstens positiv. Muss ja nicht viel positiv sein, aber so positiv. Ah, der belagert uns jetzt. So positiv, dass dass die Einheiten heilen. Gut, also dass der jetzt belagert, ist natürlich nicht so gut. So angreifen wäre gut für uns. Genau, das dachte ich mir. Okay. Was hat er? Er hat einiges an Fernkampf. Aber sonst, also Fernkampf ist das Gefährlichste. Aber ich habe auch Fernkampf. Wenn ich automatisch, okay, der sagt, ich habe null Chance. Aber mal schauen, ob das stimmt. Es kommt sehr stark auf seine Fernkämpfer drauf an. Okay. Das ist ein. Ja. Gut. Gut. Ja, gut. Ich könnte mich. Ich könnte mich hier aufbauen. Aber nicht die. Ich darf, also ich muss ihm. Also ja, hier. Nee. Nee, 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 nee. Ich muss das hier machen. Ja, Kommandant.
Okay, so. Genau. Dann mache ich Le General hier hin. Wieder kommen. Ja, ich muss mich halt ein bisschen enger hinstellen. Hügelmänner, jetzt macht euch mal nicht so dick. Okay. Und die gehen so hin. Also klar, es ist super fies, aber also für die auf jeden Fall. Für den Mob. Aber es geht nur um den Fernkampf. Das ist schlecht, dass er die Pikiniere angreift. Geh mal hier hin. Also nicht hingehen, sondern. Das ist gut. Und stopp. Die Männer wanken. Okay. Ich muss schauen, dass ich auf seine Fernkämpfer schieße. Weil die Kavallerie, die ist ja nicht schlimm. Ich baue mich mal hier auf. Und wer beschießt? Moment. Gut, sorry, kurze Pause. So. Also, wo waren wir gerade? Genau, ich hab mir gedacht, wer hier schießt, aber wahrscheinlich die. Ja. Steinschleuderer. Okay, aber so viel Schaden machen die ja gerade nicht. Unser General wird angegriffen. Oh, naja. Bisschen wenig Schaden. Okay. Ui. Das ist natürlich ja blöd. Okay. Die Gefahr natürlich ist jetzt, wenn er so einfach bleibt. Und ich dann keine Schüsse mehr übrig habe. Weil dann damit kann er mich komplett aushebeln, sage ich mal. So aushebeln, also. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also. Ja. War nicht. Ich mach mal. Ja, noch nicht ganz. Und stopp. Den Rest der Munition müssen wir
müssen wir sparen. Auf die da. Ne, seine Piken sind ja relativ klein jetzt. Also. Der macht schon krassen Schaden, ne? Moment. Ich hole jetzt mal die Hopliten. Okay, das ist schon mal gut. Aber die da sind, die da. Nein, stopp. Die sind zu krass. Alter, wie weit die schießen können, ne? Voll geil. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, aber das dachte ich schon, ne? Wenn er nicht komplett angreift, dann habe ich eigentlich schon keine Chance. Aber momentan schießt er ja auf die, das ist gar nicht so schlecht. Bisschen schneller. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, wie viel Schaden die machen, ne? Das ist doch voll übertrieben. Ja, aber es, wie gesagt, also. Er benutzt halt seine Fernkämpfer. Und zwar so, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als rauszukommen. Und so ist es auch richtig. So ist es auch richtig. Ach, jetzt tu nicht so, als könntest du die treffen. Tu nicht so, als wärst du. Okay, das ist jetzt übertrieben.
Er tut hier jetzt so, als wäre er ein Bogenschütze, ne? Ist er aber nicht. Ja, so, das da trifft er, okay. Ach, geht einfach zur Seite. Was ist los? Ja, aber das ist verdammt, das verlieren wir jetzt. Das ist schlecht. Die kann ich nicht mehr aufhalten. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ach, schade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Krass, dass er sich so klug angestellt hat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Krass. Hätte ich echt nicht gedacht, aber das. Das bringt uns natürlich jetzt reichlich wenig. Ja, im Gegenteil. Vor allem hier, da ist halt unsere königliche königliche Kaserne. Jetzt ist die Frage, wenn er ein Riesenarsch ist. Dann Alter. Das ist um öffentliche Ordnung, ja, die brauche ich ja jetzt. Die Frage ist, hat er die Stelle kaputt gemacht? Oder nicht? Die Siedlung wird belagert. Er will mich doch verarschen. Aber ja, ich muss das machen. Ich muss den angreifen. Alter. Wow. 2, 6, 5, 8. Warte, 2, 6 ist 3, 4, 5 ist 3, 9 und dann 2, 5, fast 6000, oder? Fast 6000. Na gut. Gepanzerte Elefanten. Die Frage ist, woher die Verstärkung kommt. So, an sich können die Elefanten fast das im Alleingang. Aber machen die natürlich nicht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Warte. Okay, also. Hier drüben kommen die. Und hinter mir. Natürlich kommt hinter mir die Full Stack Armee. Wenn hinter mir die Popel rauskommen würden, Entschuldigung, wir hatten überhaupt keinen Stress. Okay, gut. Ich stelle die gerade hier hin.
sollte sie eigentlich so ein. Okay. Von ganz hinten. Okay, hier die da. Ja, ernsthaft. Passiert da? Keine Ahnung. Nicht aufgepasst. Unser General wird angegriffen. Okay, hier passt alles. Okay, okay. So, ja. Ist jetzt nicht so viel los, ne? Okay. Den kann ich einfach durchfahren. Nein. So, die kommen mal her. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich kann durch Eroberung gar nicht mehr gewinnen. Weil die Elefanten können nicht erobern. Die Kavallerie kann nicht erobern. Ach du Schmarrn. Tja, nun. Das ist jetzt unpraktisch. So. Gut. Da ziehe ich mich mal kurz zurück. Ja. Wie mache ich das jetzt am besten? Also am coolsten wäre natürlich, wenn die geballte Armee hier hingeht. Das wäre für mich am besten, weil dann könnte ich den... Also dann könnte ich mich auf den Flügel konzentrieren, beziehungsweise also müsste halt nicht... Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ach, ernsthaft? Jetzt seid ihr doch fertig. Ist doch dämlich. Okay, das ist gut. Die sind jetzt weg. Katastrophe! Teuren Dienst! Angriff!
könnte hier ein bisschen poken. Okay, so. Hier, der da ist ein bisschen dämlich. Aber das ist nur schön. Okay. So, bitte weiter, volle Kanne. Aber, warte. Das sind Pekiniere. Ach du meine Kacke. Gut. Das ändert natürlich einiges. Gepanzerte Elefanten! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Gepanzerte Elefanten! Okay. Das sind natürlich jetzt, jetzt natürlich ein bisschen. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Okay. Wo sind meine Streitwagen? Da. Okay. Gut, ihr kümmert euch jetzt um die da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte ja, vielleicht das ist zu ein Kuddelmuddel gerade. Das ist zu ein Kuddelmuddel. Männer wanken. Ich kann mich ja eigentlich gerade nicht wirklich. Gepanzerte Elefanten! Auf den Kampf mit den Pekinieren konzentrieren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ach du. Okay, du gehst mal bitte raus. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Gepanzerte Elefanten! Ja, das. Ja, ich habe mich ja hier einfach aufhalten lassen. Das war mein Fehler. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hier sind halt überall Pekiniere. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich vergesse die ganze Zeit Einheiten. Das habe ich auch unklug gemacht. Ich habe mich ja sehr unklug hingestellt. Gepanzerte Elefanten!
Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ach, es war eine sehr schlechte Schlacht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt werden die gesandwiched. Ich würde eigentlich gerne das nochmal spielen. Der feindliche General ist tot. Klar, ich habe das jetzt gewonnen, aber... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber von meiner Hauptarmee. Also das ist ja jetzt gerade meine größte Armee. Ist halt nichts übrig, ne? Also die... Alter, 900 hat der Elefant. Krass. 1000 aufgestellt. 5300 getötet. Oh. Die Frage ist ja, wie viel ich behalten habe. Zwei Elefanten. Zwei Asrad und den da. Was bekomme ich? Natürlich nichts. Ich würde es gerne nochmal spielen. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.